Und auch heute eine Legung für dich. Ich versuche, meine Kamera zu fokussieren. Moment. So, jetzt genau. Heute auch eine Legung für dich und deine Zwillingsflamme. Und zwar heute mache ich für dich einen keltischen Kreuz. Und wir schauen jetzt mal in erster Linie, warum geht es denn hier? So. Und wir schauen jetzt mal, was ist die Störung jetzt gerade an dieser Stelle für dieses Thema? Und wir fragen dann, was kannst du jetzt auch wirklich tun jetzt? Natürlich, dass dieser Prozess auch wirklich weitergeht jetzt bei dir. Und wir fragen auch an dieser Stelle, ja, also auf jeden Fall, was so in deinem Unterbewusstsein schon mal vorhanden ist. Die Musik da, genau. Und ja, dann fragen wir auch an dieser Stelle, was ist die Einfluss von der Vergangenheit? Jetzt natürlich bist du dann, wenn du in der Zwillingsflammenprozess bist, dann dauert das auch schon ein bisschen länger. Und wir fragen dann, was wird denn in der Zukunft sein? Ne? Wie wird sich das entwickeln? Und wir fragen dann, was dir dann bewusst ist zu diesem Thema. Ja? Was ist dir dann zu diesem Thema wirklich bewusst? Dann fragen wir, was sind die äußeren Einflüsse dazu noch? Dann fragen wir, ja, was sind so deine Ängste oder deine Hoffnungen? Das fragen wir dann auch. Und dann fragen wir noch mal, Moment, warte mal, dann fragen wir an der 10. Stelle, was ist das Ergebnis in der Zukunft, ne? Okay, und dann, wir wollen das auch wissen, wie lang das auch in etwa noch braucht, das Ganze, ja? Supi, wow, cool. So, dann beginnen wir mit der Legung. Also die erste Linie, warum geht es denn hier in diese Legung in deinem Prozess? Ja, also es geht darum, aha, um das Ankommen geht es hier. Also dass du und deine Zwillingsflamme euch begegnet, dass ihr den anderen willkommen heißt, also Friede, Harmonie, sich sicher fühlen, also diese Harmonie, dieses Zuhause, ja. Dann die Karte, also die zweite Karte war, was ist jetzt die Ergänzung zu Thema dazu, das Weltliche. Also ihr habt das jetzt, sagen wir mal, in der 5D schon lange, dass ihr das auch in der Weltliche, in das Ziel ankommt, dass ihr diesen inneren Frieden findet, da ihr euch beide erkennt, dass ihr diese große Liebe auch wirklich im Leben schon bereits gefunden habt. Dass ihr das auch nicht mehr suchen müsst, sondern auch die Gefühle fließen lassen könnt und zulassen könnt. Ne? Und jetzt fragen wir an dieser Stelle, was ist jetzt so für dich auch wirklich zu tun? Für dich ist hier wirklich wichtig, also wirklich, die Hohepriesterin symbolisiert, dass du dich gut für dich sorgst, dass du diese Seelenverwandtschaft erkennst, dass du deine Berufung folgst. Also Hohepriesterin ist immer etwas Spirituelles, Spiritualität lebst. Und dazu empfehle ich dir auch deinen inneren Wächter. Entdecke deinen inneren Wächter. Da habe ich ein Seminar am 30. und 31. Juli. Kannst du gerne dabei sein oder halt an meine mediale Ausbildung. 6.7. ist nochmal die letzte Möglichkeit, nochmal hin, also August, nochmal zu uns dich zu gesellen. Werde Medium der neuen Zeit, entfalte deine innere Wahrnehmung, du bekommst richtig eine umfassende Ausbildung, was du auch als Berufung nutzen kannst oder in deinem Leben in vielen Bereichen auch mit hineinbringen kannst.
Also deine Spiritualität, das ist zu tun. Und was ist unbewusst für dich schon klar? Unbewusst ist es dir schon klar, also unbewusst ist es dir schon klar, dass die Engel dich auch wirklich führen, ja? Dass diese Mäßigkeit, dass du diese Friede und Harmonie und diese Entwicklung fließen werden, wenn du in Einklang bist mit dir, wenn du wirklich deine Ängste auch überwunden hast, wenn du auch Gefühle fließen lässt und also die Anbindung auch Himmel, Erde, auch mit den Elementen verbunden bist, mit der Engelebene, da empfehle ich dir wirklich die mediale Ausbildung. Melde dich einfach und informiere dich darüber. Das ist jetzt nicht mehr auf meiner Webseite, aber ich glaube, ich lasse das noch mal im Shop einsetzen. So, und dann an dieser Stelle fragen wir, was ist der Einfluss der Vergangenheit? Also es gab immer wieder Chancen, dass ich das entwickelt hatte, aber fehlte vielleicht an Mut und Kraft, also wirklich für diese Entwicklung und dieses Wachstum etwas wirklich durchzusetzen. Da fehlte euch also irgendwie etwas. Und wie geht es jetzt in der nahen Zukunft weiter? Also ich habe das Gefühl, das ist in der nahen Zukunft, also die Herrscherkarte, die Herrscherenergie, dass auch diese Verantwortungsbereitschaft und die Sicherheit also immer mehr werden wird, also dass bis ins 4 Wochen, dass das nochmal so an Fahrt aufnimmt. Dann fragen wir, was ist dir bewusst zu diesem Thema? Also dir ist das bewusst, dass du vielleicht auch wirklich in Krise mit dir warst, selber warst, also dass da auch so eine Krise vielleicht auch bei deinem Zwillingsflammen war, dass da auch ein Rangunterschied zwischen euch vorhanden ist, dass es so eine Mangelenergie symbolisiert, das auf jeden Fall, und dass das der Auslöser dafür war. Und was sind die äußeren Einflüsse auf dieses Thema? Ja, also entweder gibt es noch einen Konkurrenten, Mitbewerber, kann sein, dass der eine oder der andere noch vergeben ist oder also mit sich also wirklich auch kämpft, ja, und vielleicht hat man auch noch unterschiedliche Wahrnehmungen, Ansichtsweisen, das ist eine sehr herausfordernde Energie, also im Außen, das weißt du. Und ja, und was sind so deine Ängste oder deine Erwartungen? Schauen wir noch an. Deine Ängste, ja, also in dem Fall eher deine Erwartungen wären aus dem Gefühl heraus, diese Liebe, wirklich die Gefühle fließen zu lassen. Und sieh dir, die Karten sprechen durch mich. Ja, wenn du ein Medium bist, dann bekommst du ganz andere Botschaften. Ihr seht ja auch, ich lege die Karten hier auch live, werde du auch wirklich ja hier ja, the Medium der neuen Zeit. Ich freue mich auf dich. Also wie du siehst, also es geht hier ein Stück weit also bei dir darum, das wäre so das Gefühl, dass es fließt für dich. Und dann an dieser Stelle frage ich, ja, was ist das Ergebnis, ja, an der 10. Stelle? Das ist die Herrscherin. Also du kommst in deine Herrscherkraft und das finde ich mega, weil du entfaltest deine Weiblichkeit und. Das ist wirklich unglaublich toll. Und das entwickelt sich also unglaublich schön mit euch zwei. Und schau mal, oh, da kommen die 10 Münzen. Und die 10 Münzen, das ist diese Patchwork-Family, also das alles mit vereint, das ist so eine tolle Karte, das ist, also für mich in dieser Verbindung ist das der absolute Highlight, ja. Und also von Zeit her würde ich sagen, dass es bis zu 10 Monate der Fall, noch nicht mal 10 Monate, ich würde sagen, bis zu 10 Wochen könnte das der Fall sein. Das könnte schon, also wirklich schon schneller vorwärts kommen. Natürlich, wenn du auch bereit bist, hier auch etwas zu verändern. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden
Und wenn das der Fall war, lasst mir einen Kommentar, ein Abo und ein Like. Da freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bis bald. Thank you.